Einen wunderschönen guten Tag, liebe Minecraft-Freunde, liebe Freunde des Pflanzmod und meines Let's Plays, genau. Ja, wie ihr vielleicht seht, hier vorne hat sich ein bisschen was getan. Ich habe mal wieder ein bisschen Zeit gefunden und versucht, ein bisschen was an dem Texture-Pack zu ändern. Das hier ist die Flugzeugkiste für die kleinen Flugzeuge, bei der großen ist dann hier der Lancaster-Bomber drauf. Im Prinzip ist das eine Eisenkiste, wo dann hier oben das eingelassen ist. Und diese Danger-Kisten sind dann die Waffenkisten. Entschuldigung. Mann! Immer das Gleiche. So. Und ja, viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Ansonsten, was hatten wir gemacht? Wir haben uns die Focker vorbereitet, dass wir in den Nether wollten. Und ich überlege, ob wir das jetzt auch machen sollten. Zwischendurch haben wir ja hier unser Feld angelegt, das jetzt schön vor sich hin wächst. Ach ja, hübsch. Hübsch anzusehen. So. Und ich dachte mir, bis da der Weizen gewachsen ist, ernten wir das hier mal ab. Und lassen das dann auch mal abgeerntet. Und gucken dann später, was wir daraus machen. keine Ahnung, ob und was wir daraus machen können. Aber so haben wir mindestens erstmal wieder genug zu essen. So. Ja, auf meine Sorge hin, dass es ein bisschen schade wäre, dass wir unsere teuer erfarmte Focker im Nether gleich wieder kaputt machen. Kam der Vorschlag doch, unser anderes Flugzeug mit in Nether zu nehmen und die Focker hier zu lassen. Im Grunde keine schlechte Idee. Der Nachteil ist allerdings, dass, dass wir an dem B-Plane keine Waffen haben und es dort wenig Sinn macht, dann auf Ghastjagd zu gehen, wenn wir keine Waffen haben, also wenn wir nicht bewaffnet sind. Von daher, nette Idee, fällt aber leider aus. Weil wir wollen ja im Nether, wenn dann unseren Spaß haben und auf Ghastjagd gehen. Das sind größere Ziele, als wenn ich jetzt hier auf Mobjagd gehen würde. So, was will ich am Ofen? Gar nichts will ich am Ofen. So, ich will hier... Oh, Mensch, was machen wir mit den ganzen Samen? Die müssen wir eigentlich mal wegschmeißen. Ich wüsste echt nicht, wohin damit. Weizen ist natürlich praktisch. Machen wir uns erstmal kein Brot draus. Ich schmeiße es erstmal nur hier rein. Weil wir haben ja auch noch so viel Fleisch. Und wir haben ja noch Brote. So, ich nehme mal ein bisschen Verpflegung mit in den Nether. Mann! Entschuldigt, das ist nervig. Das hat mich auch schon genervt und euch bestimmt auch bei der letzten Aufnahme. Den Eimer brauchen wir eigentlich nicht. Das haben wir ja noch alles da. Die Stonehoe kann hier rein. ein bisschen Brot nehmen wir mit. Unser M1 haben wir hier. Den Zaun brauchen wir eigentlich auch nicht. Das können wir eigentlich alles hier lassen. So viele Sticks brauchen wir auch nicht. Ich lade erstmal ein bisschen ab. So, hier haben wir den Holzkram. Und die Sticks. Dann haben wir hier den Koblen. Okay, das ist jetzt nicht viel. Holz hatten wir doch auch. Ne, Holz. Erde. Da. Hier haben wir noch Erde. Da haben wir noch Erde. Ein bisschen was nehme ich immer mit. Den Eimer, den Koble können wir hier lassen. Den Eimer schmeißen wir hier rein. So. Obwohl ich nicht weiß, ob wir unten einen Eimer gebrauchen könnten. So, dann nehmen wir uns die Focker mit. Bauen wir uns die Hut zusammen und nehmen die mit. Oder bauen wir die uns unten? Wir bauen die uns unten zusammen. So, Motor. Ich muss überlegen, ob ich alles habe. Propeller, Motor, ja, Quatsch. Schwänzchen, Propeller, Motor, Dings, Flügel, Waffen. Die Munition brauchen wir ja dann auch. Was haben wir denn? Unsere 10 Diamanten? Das war's, was wir brauchen. Nein, das Rot brauchen wir noch. So. Ja, gut, dann würde ich sagen, auch wenn die Musik gerade nicht passt, für den Nether, gehen wir doch trotzdem einfach mal rein. Und
Dann schauen wir mal, ob wir da mal ein bisschen fliegen und Spaß haben. Hui, so, da sind wir. Ja, jetzt hier die Waffenkiste. Sieht jetzt aus wie ein Eisenblock. Wir wissen aber, dass es die Waffenkiste ist. Ja, beziehungsweise die Flugzeugkiste. So, das Schwänzchen. Zum Glück haben wir hier alles aufgemalt, so grob, dass wir wissen, wo was hin soll. Wie nämlich da. Hier das Cockpit, hier der Propeller. Dann die Waffen, die kommen hier drüber. Munition brauchen wir später. Rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir haben eine Fokker. Da ist sie. Schick sieht sie aus. So. Ein bisschen Sprit haben wir sogar auch noch. Siehst du, Sprit hätten wir uns noch machen müssen. Aber wir haben hier noch Kohle, aber wir haben kein Eisen. Ein Fuel wird wahrscheinlich nicht sehr lange halten, aber das ist jetzt auch egal. Dann bleiben wir halt nicht lange unterwegs. Dann, genau, ich wollte ein bisschen Lebensmittel da lassen. Die vier Äpfel, die sollten für unterwegs lang. Ich lasse mal ein bisschen Erde hier und Kabel und die Kohle lasse ich auch mal hier. Ich lasse mal alles Wertvolle hier, weil wir sowieso wieder drauf gehen werden, weiß ich doch. Das ist die Diamantspitzhacke. Nehmen wir eine Eisenspitzhacke mit. Mehr brauchen wir hier unten eh nicht. Die Fokker brauchen wir. Ein bisschen Essen. Die Knarre lasse ich auch mal hier. Wir haben ja ein Schwert, aber wir haben das Diamantschwert. Das tauschen wir mal aus gegen zwei Steinschwerter. 1, 2, 3, 4. So. Das brauchen wir im Flugzeug. Das brauchen wir im Flugzeug. Das. Genau. Fackeln. Lassen wir mal die Hälfte hier. Ist ja im Nether eigentlich immer hell genug. So. Ein Steinschwert, zwei Steinschwerter. Falls wir halt unterwegs abstürzen und das irgendwie überleben. Also ich plane, bevor ich merke, dass ich in die Wand falle, dass ich dann nochmal eben aussteige, dass wir wenigstens überleben. Dann wissen wir zwar nicht, wie wir nach Hause kommen sollen, aber dann haben wir halt ein neues Abenteuer. Das wäre es doch auch. So. Ja. Es ist ja gerade relativ ruhig. Hier hat ja das letzte Mal noch der Gast reingeschossen. Ne, hauen wir das mal aus. Setzen wir mal hier ein bisschen Netherrack wieder hin. So. Gut, schauen wir, ob hier direkt ein Gast ist, der uns irgendwie aufhalten möchte. Nein, nur die Schweine. Und dann würde ich sagen, Fokker hin. Einsteigen. Okay, ich bin schon im C-Modus, egal. Machen wir direkt F5. Dann drücken wir einmal R. Dann brauchen wir die Guns erstmal hier Munition. Dann brauchen wir Fuel. Natürlich. Ohne dem wird's schwierig. So, das hält eine Weile. Also er wird den ganz voll tanken und wir haben dann noch. Von daher sollte das langen. Ja, dann Mann! Würde ich sagen, los. Ich höre schon den ersten Dings. Können wir schießen? Okay. Funktioniert. Dann los. Abmarsch. Maus umstellen, dass wir direkt beweglich sind. Ui. So, dann schauen wir mal. So. Na, super. Was ist denn jetzt los hier? So. Ich dachte, wir wären etwas schneller und beweglicher. Hallo? Nee, so geht das irgendwie nicht. So kann ich nicht fliegen, tut mir leid. Ich hatte das doch vorhin. Ich hab doch gerade eben einen Probeflug gemacht. Ah, wir hatten einen anderen Motor. Warte mal. Müssen wir erst nochmal landen. Jupp. Ja, du mich auch. Oh, lass mein Flugzeug in Ruhe. Oh. Ah, wir haben ja hier einen schwächeren Motor. Das heißt, ups. Wir haben ja einen anderen Motor.
So. Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss da eben noch mal Feintuning machen, dass wir hier besser beisammen sind. Ne? So. Okay, ich bin dann sofort wieder da. Sekunde. So, da sind wir wieder. So, und da ist der Gast. Und befördert uns jetzt. Nein! Nicht unsere Focker kaputt schießen. Geh mir... Komm. Nicht unsere Focker kaputt schießen. Aua. So, komm her. Komm runter. So, ich mach mal eben hier F5. Nein. Anderes F5. So. Komm runter. Unsere Focker bleibt in Ruhe. Trau dich. Ha! So, was hast du davon? Ja, guck mich nicht so an. Schießt du unsere Focker kaputt hier? Mann. Ich hoffe, sie hat überlebt. Sieht so aus. Uns geht's aber nicht so gut. Wir sollten unseren Apfel essen. So, ich will dich jagen, nicht umgekehrt, Freund. So, ich hoffe, das Feintuning hat was gebracht. Ist der gerade von oben runtergefallen? Scheint so. So, schauen wir nochmal. So. Oh, heb ab. Ach so. Okay, die Kurvenlage ist noch nicht optimal, aber hoch und runter geht schon mal ganz gut. So, wenn ich jetzt was langsamer werde, müsste ich auch rechts und links besser rumkommen. Ah, hätten wir uns doch den großen Motor machen sollen. Dann wäre das ganze Ding ein bisschen wendiger. Aber na gut. Jetzt haben wir es so. So, die Maus ist am Abzug, der Finger ist am Abzug. Dann schauen wir mal, ob wir hier mal so einen Gast finden. So einen garstigen. Und wir haben was vergessen. Mist. Wo ist es? Wo sind wir zu Hause? Muss ich doch nochmal landen hier. Ist ja schlimm. So. Dumm. Ich sehe gerade nichts. Hier waren wir doch irgendwo zu Hause, oder? War das nicht an diesem Teich? Nein, offensichtlich nicht. Mist. Ah, wir haben nicht vergessen, Wegpunkt zu machen. Wir hatten ja seitdem ich umgestellt habe, ohne Shader Mod, haben wir ja noch keinen Wegpunkt hier im Nether. Ja, sehr intelligent. Ich bin ja mal wieder eine richtige Intelligenzbestie. Ah, Mensch. Finden wir nicht mehr nach Hause. Naja, gut. Wird auch so gehen. So. Wo haben wir denn unseren ersten Gast? Kümmern wir uns erstmal um ihn. Hier haben wir ja ein bisschen Platz, Gott sei Dank. Oh, da ist wieder Netherburg. So. Eieiei, die ist aber ziemlich hoch. So. Ein bisschen schneller können wir, glaube ich, mal fliegen. Aber dann sind wir wieder ein bisschen weniger beweglich, was rechts und links angeht. So, ich höre einen. Wo ist er? Steigen wir mal nach oben. Vielleicht sehen wir da irgendwo. Ei, der Decke entgegen. Mal gucken, ob der Glowstone kaputt geht. Ja, scheint so. So. Sind wir hier ganz oben. Na, super. Wo war denn der Gast? Ja, der Nachteil bei dieser Gastjagd ist, dass wir keine Items einsammeln können. Ah, hier ist so ein Blaze-Ding.